X86. Oh, Team X86. Hey ho YouTube und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lesestapel von mir, die heute komplett in Schatten der Mutanten steht, weil ich habe die Tage ein richtig cooles Tauschgeschäft gemacht, weswegen hier wieder einige Sachen der X-Men auf dem Tisch vor mir liegen, die vorher noch gefehlt haben. Und auch wenn es irgendwie so eine Baustelle ist, die anscheinend riesig ist, versuche ich sie trotzdessen so nebenbei ein bisschen zu komplettieren. Und bei diesem Tauschgeschäft wiederum sind einige Sachen bei mir gelandet, die vorher noch gefehlt haben, die zum Teil aber auch wieder neue Baustellen aufgemacht haben. Und ich würde sagen, mit einer neuen Baustelle, die sich innerhalb der X-Men-Baustelle aufgetan hat, fangen wir an der Stelle direkt mal an. Und zwar sind das die X-Men-Sonderbände und ich wusste gar nicht, dass es diese Sonderbandserie gab und davon habe ich jetzt hier Band Nummer 5 Cable liegen, wo drin dann wiederum die 2009er Cable-Serie mit den Heften 16 bis einschließlich 20 veröffentlicht wurde und das wiederum sind zwei abgeschlossene Geschichten, die ich mir dann jetzt die Tage mal reinziehen werde. Da habe ich richtig Bock drauf, auch wenn das Cover irgendwie unglaublich hässlich und dennoch schön gezeichnet wurde. Und lange Rede, kurzer Sinn, die X-Men Sonderbände hatte ich gar nicht so sehr auf dem Schirm gehabt. Da muss ich mal ein bisschen gucken, was der Inhalt davon gewesen ist und wie wichtig mir persönlich dann tatsächlich die Sache ist, diese noch zu vervollständigen. Eine Sache, die ich definitiv noch vervollständigen werde, ist dann wiederum die X-Men Sonderheftserie, in der Panini damals echt einiges an Miniserien und One-Shots veröffentlicht hat, wo auch wirklich einige richtige Perlen mit dabei gewesen sind. Ich habe aus dieser Sonderheftserie bis jetzt nur so eine Handvoll Hefte und Heft Nummer 38 wiederum war eins der Hefte, die mir gefehlt haben. Dann gab es die 150 starke zweite Volume der X-Men, was damals für mich auch wieder mit das erste gewesen ist, was ich damals von den X-Men gelesen habe, als ich 2010 wieder eingestiegen bin. Und damals wieder eingestiegen in die Serie bin ich mit dem Heft 119, habe dann noch Heft 120 gelesen, habe dann erstmal wieder eine Pause bei den X-Men eingelegt und bin dann bei Heft 130 circa wieder passend zu 4 Zelf in die Serie eingestiegen. Und die Serie lief dann halt, wie eben erwähnt, bis Heft Nummer 150 und damals im Jahr 2002 rum hatte ich noch ein, zwei Hefte aus der Serie gekauft, aber ich würde schätzen, aus der Serie fehlen mir noch locker 110 Hefte, bis ich die komplett habe. Und von diesen 110 Heften, die mir raus noch fehlen, sind jetzt noch mal ein paar bei mir gelandet. Und das wiederum sind die Hefte 116, 117, 118, 121, 123 und 125, von denen ich bestimmt Cover gefunden habe, die ich euch jetzt hier irgendwo einblenden kann. Und ihr seht es selber, dabei sind ein paar richtig nice Cover. Und das ist eigentlich so die X-Men-Volume in meinen Augen. Was aber auch so ein bisschen daran liegt, dass ich gerade auf diese Serie so ein bisschen nostalgisch zurückblicke, weil das halt die Wiedereinstiegsphase von mir gewesen ist und gefühlt war Marvel zu der Zeit echt die ganze Zeit richtig gut am Abliefern. Dann gab es damals in den 90ern das Event Unslaught an den X-Men, was ich damals komplett verpasst hatte, was aber auch so ein bisschen daran liegt, dass damals mein Einstiegspunkt bei den ganzen Marvel-Helden in den 90ern die Wiedergeburt der Helden gewesen ist. Und die Wiedergeburt der Helden hat halt direkt nach Unslaught gespielt, weswegen ich das Event halt damals gar nicht mitbekommen hatte. Und ich habe mitbekommen gehabt, dass in den verschiedenen Serienveröffentlichungen von Unslaught mit dabei gewesen sind. Gerade jetzt hier erst vor kurzem, als ich die Wolverine-Serie weiter komplettiert habe und mir aufgefallen ist, dass da ein paar Sachen zu Unslaught mit dabei gewesen sind. Und als ich dann jetzt die Tage das Tauschgeschäft gemacht habe, wurde mir halt von der Unslaught-Serie Heft Nummer 3 bis einschließlich 7 angeboten, die ich dann natürlich direkt dankend mitgetauscht habe, damit ich das Event endlich mal nachholen kann. Und daraufhin hatte ich den guten Mick aus Mick's Comic Archiv angeschrieben gehabt, der an der Stelle gegrüßt ist, aber zufälligerweise die ersten beiden Hefte davon noch am Start hat. Und er hat mich dann darauf aufmerksam gemacht, dass das hier tatsächlich Messe-Variant-Cover sind und die inhaltsgleich sind mit den jeweiligen Phasen in den jeweiligen Heftserien, weil dieses Unslaught-Event wurde damals in der Spider-Man-Serie, X-Men-Serie und Wolverine-Serie veröffentlicht und ich habe den guten Sir Acer, der an der Stelle auch gegrüßt ist, daraufhin auch mal angeschrieben, weil der gute Herr hat so ein unglaublich krasses Wissen, was die ganzen Marvel- und DC-Veröffentlichungen im deutschsprachigen Raum angeht und der hat das dann auch nochmal abgecheckt und hat mich dann darauf hingewiesen, dass es damals extrem oft solche
Messe-Variant-Cover zu Serien gegeben hat, die auch sonst nirgendwo erwähnt wurden, weswegen das manchmal ein bisschen schwer ist, da rückblickend durchzublicken. Und der gute Mick, der an der Stelle nochmal gegrüßt ist, hatte mir daraufhin auch direkt noch ein Video geschickt gehabt, wo er mir das Ganze mit einer Spider-Man-Ausgabe gezeigt hat, was ich euch jetzt hier an der Stelle auch zeigen kann. Ich habe jetzt hier Heft Nummer 16 aus der Wolverine-Serie, was auch eines der wenigen Hefte aus dieser Wolverine-Serie war, die im Prestige-Format erschienen sind. Und parallel habe ich hier jetzt halt Heft Nummer 3 aus der Unstrut-Serie. Und wenn wir uns jetzt hier die erste Seite von Wolverine angucken, sehen wir, dass die so aussieht. Und wenn wir uns dann die erste Seite aus dem dritten Unstrut-Heft angucken, dann sehen wir, dass das hier genau identisch ist. Und ist auf jeden Fall eine interessante Sache. Und gerade die Variant-Cover finde ich extremst nice. Ist aber relativ schwer nachhinein da so ein bisschen durchzublicken. Und irgendwie sieht die Tonspur bei mir auf dem PC so komisch aus, dass ich mir gerade unsicher bin, ob die überhaupt aufnimmt. Also entschuldigt an der Stelle bitte, falls ich nicht das Mikrofon nutzen konnte und an der Stelle den Kameraton verwendet habe. Und lange Rede, kurzer Sinn, meine Sammlung ist jetzt wieder ein bisschen voller oder besser gesagt mein Lesestapel ein bisschen höher geworden, was die X-Men angeht, und ich feiere es total ab, dass ich jetzt innerhalb von kurzer Zeit tatsächlich so viele Lücken schließen konnte und lege trotz dessen meine Hand dafür ins Feuer, dass das noch ein richtig langer Weg wird, diese 150 Hefte zu vervollständigen, was die erste bzw. zweite Volume der X-Men angeht. Die erste Volume der X-Men bei Panini damals unter dem Namen Marvel Deutschland hatte gerade mal 47 Hefte und der einzige Vorteil an dieser ersten Volume bei Wolverine und bei den X-Men ist eigentlich, dass die Hefte saugünstig gehandelt werden. Deswegen, wenn man für die meisten Hefte echt so 1 bis 2 Euro bezahlt und mit etwas Glück auf manchen Messen sogar 50 Cent. Aber das ist nochmal ein komplett anderes Thema, was wir irgendwann nochmal später besprechen können, wenn ich mich noch besser mit den ganzen Preisen bei den Mutanten und den älteren Material auskenne. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare rein, was ihr von dem ganzen Material auch in eurer Sammlung habt und wie es bei euch mit den X-Men aussieht, ob ihr da eher auch komplett unterwegs seid, ob ihr nur die aktuellen Serien liest oder ob ihr bei den X-Men nur ganz ausgewählte Sachen im Regal stehen habt. Alles mal in die Kommentare reingeschrieben. Oben drauf würde ich mich noch sehr drüber freuen, wenn ihr noch einen Daumen nach oben und ein Abo da lasst und im besten Fall noch TikTok, Facebook und Instagram abcheckt. Damit sind wir wirklich durch. Jungs und Mädels, haut da rein! Team Comics von 86.